Ich bin im Spiel. So, dann versuchen wir es nochmal. Jetzt darf ich endlich wieder mitspielen. Jetzt bin ich allerdings eine Frau. Ja, ist egal, bleibe ich jetzt halt eben eine Frau, oder? Will ich eine Frau spielen? Ist eigentlich scheißegal. Nee, finde ich doof. Kann ich das ändern? Schon ja dunkle Nacht. Deutsch. Schon eine in der Nähe. Hallo, Gutes. So. Möchte das Spiel verlassen, ja. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal eine Frau bin. Frauen sind so, beim nächsten Mal sind wahrscheinlich sowieso wieder anders. Ja, keine Ahnung. Ja, die Frage, wo bist du? Weil ein Ortsschild hast du nicht, ne? Ich war immer noch in dem Örtchen, was eben war. Was du so alles hast an der Seite. Ach so, dieses. Moment. Ja, das heißt, Ich gehe ich. jetzt am Wasser nach unten, also links habe ich das. Du hast Wasser links. Ja. Dann hoffe ich, dass wenn ich jetzt das Wasser rechts habe, dir entgegengehe. Man könnte sich ja am Sternenbild halten, ja. Du hast Ah, das da ist der Wasser große links? Wagen. Warte mal, bleib mal stehen. Du hast das Wasser links? Ich gehe gerade aufs Guck mal Wasser hier. zu. Ja. Siehst du die? Guck mal bei dir oben links im Ganz Monitor. nah. Hast du das Gleiche? Also ist das im Prinzip. Du hast es links unten, ich habe es rechts oben. Also gehen wir aufeinander zu. Das passt. Die Ist Frage das eine ist, Tankstelle? ja, Ja, ne? das ist eine Tankstelle. Es ist so dunkel. Genau, es ist dunkel. Na, gucken wir mal, dass wir beide uns jetzt mal finden. Also nass werden ist schlecht für deine allgemeine Gesundheit. Zu viel Rennen ist auch schlecht. Auch für deine allgemeine Gesundheit. Ja, ich halte mich jetzt an diesem Sternbild fest eigentlich. Ja. Weil ich habe es jetzt genau rechts fast. Da sind immer nach vorne links im Monitor hängen.
Also müsste es eigentlich sein, dass sie aufeinander zugehen. Die lange Nacht der kurzen Messer oder was? Hier in der Nähe. Da unten hast du stehen irgendwas. Den roten. Ja, found a bug. Also wenn du einen Bug gefunden hast, kannst du den berichten an HTTPS Feedback Ach so. BioStudio.com. Es wird da eingemeldet, dass du die Bugs meldest, damit die sich darum kümmern können. Ja, das Blöde ist, selbst wenn wir hier weiterspielen und den Charakter und den Server verlassen, wir wissen nicht, auf welchem Server wir sind. Schatz und Maus. Ja, ist ja auch erstmal um rein zu Ja? fuchsen sich, ne? Rein zu fuchsen? Wer fuchst hier wen? Dass man mit allem erstmal klarkommt. Ja, das Schwierigste ist das Menü. Was wir eben am Anfang falsch gemacht haben, war, wir haben uns viel zu wenig um das Looten gekümmert. Wir waren so fixiert auf das Finden. Deswegen sind wir nämlich die ganze Zeit immer gestorben. Macht keinen Sinn, ne? Nee, wären wir direkt oder hätten uns direkt mit dem Looten auseinandergesetzt, dann wären wir nicht so oft gestorben. Das Problem, was ich aber jetzt habe, ist, es ist Nacht und Nichts. ich habe nichts, ja doch eine Sardinenbüchse, aber ich habe keine Waffe. Oh, ich habe ein Rohr. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann habe ich da wenigstens was zum drüber knüppeln. Und eine Dose zu essen habe ich, glaube Pfirsiche. Sind gut, ne? Ja, die waren in dem Rucksack, den ich gefunden habe. Weil ja auch für die Feuchtigkeit gut sind. Ja. Temperatur sinkt, Essen sinkt. Ich verliere Wasser. Aber hier unten am Wasser vorbeilaufen ist schon mal ganz gut. Am Anfang. Was ich aber nicht verstehe, wenn mir Bloody sagt, wenn du im Landesinneren bist und stirbst, sagt er, spawnst du auch wieder hier unten, also am Wasser. In verschiedenen Videos habe ich gesehen, dass die dann in der Nähe gespawnt sind, 800 Meter entfernt oder 1000 Meter entfernt von dem anderen, also von ihrem Sterbepunkt. Und was ich hier bemerkt habe, ist, dass wir also nicht so weit weg von unseren Sterbepunkten eigentlich gespawnt sind. Was ist das denn hier? Nicht denn hier? Ja, die nehmen wir erstmal mit, die Arbeitshose. Ja, das Spiel ist sehr diffizil programmiert, das muss man ganz ehrlich sagen. Was Essen, Trinken, Laufen angeht, dieses Dehydrieren. Ja, das ist schon sehr diffizil programmiert. Das ist nicht mal eben so.
Bist du in der Stadt? Ja, ich guck gleich nochmal, wenn ich was sehe. Weil ich habe hier irgendwas, was aussieht wie ein Hafen oder was auf jeden Fall betoniert ist unten. Mit zwei, drei Häusern, die ich hier irgendwo in dem Halbdunkeln oben überhalb von da mir sehe. Da eben auch. Hier warst du? Ja, da bin ich aber weiter hochgegangen. Also ein bisschen in die Richtung gegangen, Wasser rechts oder was? Nee, links. Wasser links, da bist du weiter runtergegangen. Bist du auch da oben in den Häusern gewesen? Ja. Wo bist denn du dann, wenn du am Strand... Bin ich nicht in der Stadt, oder? Ich muss aufpassen, ich habe hier draußen einen Zombie. Hau ihn mit der Axt. Warte mal, Scheiße. Hau ihn mit der Axt. Hab ihn nicht gesehen. Warte mal. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass du hier warst, oder du hast die Paprika übersehen. Das würde mich eigentlich sehr wundern. Und die Wanderschuhe hättest du auch übersehen. Ich meine, ich war eben so weit gestarrt. Ich war nur, keine Ahnung. Guck mal. Es sieht ähnlich aus, ist aber was anderes. Ich habe die Container nicht bei mir. Straßenschild finde. Aber schön ruhig. Aber bloß kein Stress. Kann mich nicht fressen lassen. Was haben wir denn hier? Du hast kein Schild, ne? Ne, noch nicht. Ich habe hier die Eisenbahnschienen. Oh, das kann man super lesen im Dunkeln. Guck mal. Ja, das sind ja nur Richtungsschilder. Das ist ja nichts. Das ist ja kein Ortsschild. Limo. Kann man gut gebrauchen. Saufziger. Tja. Ja. So, was haben wir hier dran stehen? Ist auch nur ein Richtungsschild. Warte mal eben. Also, ich will mal, hier will ich hoffen, dass mich jetzt hier einer auf der Straße kriegt. Du musst weiter hoch sein. Guck mal, wie der Mond bei dir steht. Du musst weiter nach da sein. Dann müsstest du unter mir sein. Ja. Ja, würde ich so sehen, ne? Oder? Höher. Stell dich mal, guck mal nach oben. Also links über deine Schulter, Entschuldigung. Guck mal nach links. Geh mal mit dem Blick nach unten und jetzt weiter nach links. Ich bin näher dran, ne? Am Mond. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich gehe jetzt mal runter. Ich gehe jetzt mal die Straße nach unten. Ich bin gleich sowieso wieder tot, weil... Ich finde nichts zu trinken. Aber warte mal, ich hab doch... Scheiße.
Und vergiss Ja, das immer sicher. wieder. Ja, ich habe aber nichts zum Öffnen der Dose. Was hast du in der Hand? Was ist das? Damit kannst du kaputt hauen. Vielleicht. Hier ist es mal der Taus hier rein. Verloren. Oder war ich hier drin? Ins Inventar. Desinfektionsspray. Das ist, was man schon braucht. Vielleicht hilft der Apfel mir ein bisschen. Ich hoffe. Sollte mir eigentlich helfen. Hier ist ein. Hast du das gesehen, als du hier vorbeigegangen bist? Hier so ein Elektrizitätsteil? Nee. Ja, ich sag, du bist weiter. Ich komme wahrscheinlich hier entgegen. Ja, ich bleib mal auf dem Weg nach unten. Aber tut. Nach unten? Wie noch nie. Du musst, sag ich mal, wo das Wasser von dir ist. Da ist das Wasser. Wenn ich jetzt auf das Wasser gucke, gucke ich direkt auf den Mond. Warte mal. Ich warte. Zum Wasser gehen. Auch links von dir. Das heißt, du bist rein, du hast den weiter links. Das heißt, du bist unterhalb von mir. Ja. Das heißt, du musst in die Richtung runterlaufen, ne? Die Richtung runter, aber ich muss mal eben durch die Häuser durch, weil ich brauche unbedingt was zu trinken. Dann. Oh, ich habe die Spaltaxt. Ich habe eine Axt gefunden. Ich habe eine Axt gefunden. Wie geil ist das denn? Links gedrückt halten. Schnell. Menü. So. So langsam. Das Rohr kann ich auch noch nehmen. Meine Turnschuhe sind noch makellos. Das ist auch gut. Ich habe eine Axt gefunden. Ich habe eine Axt gefunden. Ja, hier habe ich auf jeden Fall ein kleines Dorf. Oder was das auch immer sein soll. Kapuzenpullover. Ich habe ja einen Kapuzenpullover an. Aber ich kann da Stoffhetzen draus machen. Für Bandagen. Wenn ich ganz viel Glück habe. Wenn ich ganz viel Glück habe. Immer noch in der Stadt. Aber dann Konchi-Bin. Konchi-Bin, oder wie das heißt. Es wird langsam hell. Vielleicht findet man hier auch einen Brunnen. Ja, in einem kleinen Dorf, wo ich war, war einer. Eine 9-Volt-Batterie. Eine Taschenlampe findest du, hast du Glück. Schraubenschlüssel. Damit kriegst du aber die Büchse auf. Ja, momentan geht's noch. Langsam geht. Ja.
funktioniert hat. Ja, man war viel zu sehr fixiert darauf, den anderen zu finden. Klebeband. War echt viel zu sehr darauf fixiert. Einsteigen. Ja, was nutzen wir das? Kein Sport drin. Was probiert? Schatz, da fehlt, glaube ich, hinten rechts ein Reifen, ja. Und vorne rechts auch. Da nutzt mir auch der größte Sport nichts. Na, außer ich habe zwei Leute, die hochheben und festhalten beim Fahren. Ja, die laufen nebeneinander her dann. Kannst du das bitte übernehmen? So. Ah, Schatzenhaus. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Ah, da oben ist noch ein Haus. Oh, da bist du da, wo ich bin. Warte. Sicher? Ja, definitiv. Bin ich mir sehr sicher. Ich bin weiter unten. Nee, bleib auf der Straße. Ja? Die Frage ist jetzt, wo ist die Straße? Da. Hey. Sicher? Ja, bin ich mir sicher. Glaube ich. Nee, sieht schon wieder anders aus. Oder das ist weiter oben. Ich muss erstmal unter. Zeig nochmal. Guck mal aufs Wasser. Guck mal gerade aufs Wasser. Ich, was soll ich jetzt machen? Ich trinke mir jetzt erstmal was. Bevor ich gleich umkippe, wieder. Ja. Ach, du müsstest in meiner Nähe sein. Ich bin mir da recht sicher. Na ja, gut, ich guck nochmal da oben in den Häusern, was da zu finden ist. So ein kleiner Steh. Ja, ich glaube, so weit weg bist du nicht mehr. Ich glaube, hier warst du in dem Haus schon drin, siehst du? Sicher? Ja, das sieht doch noch aus. Dann wäre das ja hinter mir. Nee. Ich weiß nicht, in welchem Spiel, ob du jetzt vor dem letzten Tod oder nach dem letzten Tod, aber ich bin mir sicher, dass du hier schon mal drin warst. Ja, du brauchst ein Straßenschild. So kommen wir nicht weiter. Ja, angebrachter wäre, wenn sie die Straßenschilder in einer normal, also in einer, ja, wie heißt die, nicht dieses Germanische, sondern dieses Romanisch? In dieser westlichen Grundschrift. Guckt nochmal mit dem Gesicht aufs Wasser. Ich bin links von dir. Wenn ich nämlich drauf gucke, habe ich den Mond komplett gerade. Und du hast ihn. Wenn du gerade aufs Wasser guckst, gerade, ist er links von dir. Wenn wir ich gehe die Straße runter, du gehst die Straße rauf, dann treffen wir uns. Dann müsste ich ja nach da gehen, oder? Ja. Nach oben wieder. Ja. So ist das. Mach ich wieder zurück. So ist das.
warte hier auf den Bus. Okay. Wenn der nicht kommt, beschwer dich bei beschwer dich bei den technischen Verkehrsbetrieben. Okay. Geh ich mal eben hier reingucken. Ja. Ich hab das doch gehört. Das ist ein anderer Spieler. Wink ihm. Ja, egal. Musst du die Waffe, glaube ich, aus der Hand nehmen. Mit B kannst du das, glaube ich, abbrechen. Das laufen hier. Ja, mit B kannst du den Gruß, glaube ich, abbrechen. So geht's auch. Der war auch nur froh, dass er überlebt hat. Hoffe ich. Aber erschrocken habe ich mich schon. Meine Gesundheit geht runter. Warum tut sie das? Das eigentlich irgendwo sehen, warum das so ist? Kann man das irgendwo sehen, warum die Gesundheit untergeht? Nee. Bist du durch Wasser gegangen oder kalt? Ich kann das dir gerade nicht sagen. Nicht wirklich. Ich finde es sehr merkwürdig. Ich versuche mal was zu essen. Ja, ich esse was. Aber meine Gesundheit geht immer noch runter. Ich habe mich jetzt hier am Wegesrand gelegt. In der Hoffnung, dass sie auch das Ausruhen was hilft. Das hilft beim Trinken, ne? Oder? Nee, du hast ja was gegessen, ne? Ich habe eine Paprika gegessen. Ah, jetzt geht sie wieder hoch. Ja. Sehr diffizil. Ja, hallo, die Kenobi. Kann, was? Nee, muss ich doch mal richtig lesen. Kenob. Wie? Die Kenobi. Ja, das kriege ich auch noch hin. Ja, wir versuchen uns noch immer in dieses Spiel einzufuchsen. Das ist schon eine Hausnummer für sich. Guck noch mal bitte auf das Wasserschatz, wo der Mond steht. Ja, das ist noch durch deinen Ort durch. Wahrscheinlich überhalb von dem Ort, da ich hänge.
Möglich. Kannst ich du lauf und lauf. Ich kannst komme. sogar kriechen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht mit der Dose hinkriege, dass die Gesundheit etwas stärker ansteigt. Man findet aber auch kein Arztding oder sowas, ne? Da ist die Dose. Nee, das kriegst du, glaube ich, nur in den größeren Städten. Dose öffnen, rechts tief. Nehmen. Ja, so prickelnd geht's mir nicht mehr. Ach Mann. Da gackern ein paar Hühner. Mhm. Also sind das aber gackerige. So. Oh, meine Gesundheit geht wieder rauf. Süße. Ohne dass ich die Pfirsiche gegessen habe. Das ist gut. Ja, sehr feinfühlig. Die Kenobi, also das Sie kannst du dir knicken. Wir sind immer noch du. Wir streamen, wir sind alle in der Gemeinde, also ist das Alter irrelevant. Ich habe keinen blassen Schimmer, das kann also jetzt noch eine Stunde auf zwei ruhig dauern. Wir haben 10:30. Also wir sind beide noch wach. Das kann sich allerdings auch relativ zügig ändern. Aber so wie ich denke, also mindestens noch eine Stunde auf zwei. Weil wir versuchen uns auch gerade in dieses Spiel irgendwie einzufuchsen und uns auch zu finden. Genau, Spike. Unser Hund ist der gleichen Meinung, wie gerade gehört. Das ist lieb, dass du nett sein wolltest, aber wir sind hier alle in einer, wie gesagt, das ist alles eine hey, kein Freezing. Wir sind in der Gemeinde, wir gehören alles in eine Gemeinde und in eine Community und hier wird sich geduzt. Und das ist uns auch 10-mal lieber als dieses dusselige Sie. Das für die Tankstelle. So. Bei beide sein, gefühlsmäßig. Ich habe hier diese Straßensperre. Ja, die habe ich von einer ganzen Weile. Aber die hattest du, da bist du nach Süden durchgegangen, ja. Nach Süden? Ja, also ja. Wasser links, ja. Ja, genau. Also gehen wir jetzt auf uns aufeinander zu. Ey, ich kann mich modisch anziehen, ich habe Sneaker gefunden. Ja, das sind Dinge, die man braucht. Ja, klar. Man muss sich modisch anziehen können. Auch in der absoluten russischen Apokalypse. Anziehen ist wichtig. Aber so langsam kriegt man es mit Essen und Trinken einigermaßen raus. Ja. Wir müssten uns eigentlich auch fast gleich haben, glaube ich. Ja. Sollte nicht mehr lange dauern, dass wir uns haben.
vorne links hast du nämlich das Werk. Das habe ich gerade hier bei mir rechts auf der Schulter. Ja. Also eigentlich, wenn es jetzt hell wäre, müsste ich. Ein herzliches Wiedersehen. Ein herzliches? Du schlägst mir da bestimmt wieder die Axt in den Kopf. Nein. Bist du sicher? Ja, jetzt müsste man eigentlich nur noch wissen, auf welchem Server man ist. Scheiße, wenn man andere Spiele beitritt. Guck, mein Schatz. Hallo. Ja. Endlich. Nach Stunden. Guck ist mal. Ist schön. Warte mal. Pass mal auf, bleib mal stehen. Was macht denn der? Ich fütter dich. Fütterst mich? Mit den restlichen Pfirsendosen. Dosenpfirsichen. Pass auf. Siehst du? An deiner Anzeige Essen und Feuchtigkeit. Ist er da? Obwohl, ich habe die ganze Zeit gut hochgehalten gehabt. Ich habe dich gefüttert. Du kannst also den anderen auch füttern. Bah! Wie geil ist das denn? Na komm, mein Schatz. Ja, dann lass uns mal looten gehen. Warte mal, wo willst du denn jetzt hin? Wir haben doch hier die Firma. Die Fabrik. Da war ich drin, glaube ich. Warst du da drin? Tschüss, nicht, war rauschend. Dann lass uns da hochgehen oder runter. Wo ist denn jetzt die nächstgrößere Stadt? Ja, dann müssen wir hier runtergehen, ne? Bist du sicher? Ja, von mir aus. Mir ist das wurscht. Ja, nicht, aber. Du hattest eben gesagt, das ist ziemlich weit um die Ecke. Und die anderen Städte waren unten. Im Süden, ne? Ja, das meiste, also einiges. Du sollst nicht rennen. Ja, ich renne ja auch gar nicht. Jetzt gehe ich ganz normal. Jetzt läufst du. Ja, ich komme wieder ein paar Häuser. Das ist auch eine Seitenstraße. Kann man auch gucken. Ja, jetzt können wir auch ins Landesinnere rein. Das ist ja nicht das Problem. Aber das würde ich lieber machen, wenn es hell ist. Meinst du hier? Ja, hier ist auch die Firma, ne? Das gibt auch Gelände. Glaube ich. Was ist denn da hinten links, was ich sehe? Wetter, ne? Ja. Das gehört, glaube ich, alles dazu noch. Ja, denke ich mir. Aber wenn du da noch nicht dran warst. Rechts ist ein Schuppen. Und da habe ich ja irgendwie versteckt. Ja, das war ein Grafikfehler, was das auch immer warum und weshalb das auch immer war. Da hinten ist ein Wohnhaus. Sieht ja noch aus. Dann gehen wir mal dahin. Aber wenn es dunkel ist, ne, sind die Zombies weniger unterwegs als tagsüber. Die müssen auch schlafen. Nee, ist klar. Ja, Schatz, das geht's doch nicht. Die können auch nicht den ganzen Tag die Menschen erschrecken oder fressen. Die müssen sich auch mal ausruhen zwischendurch. Also. Bist du jetzt wieder abgeblieben? Ja, auf Weg. Durch die Dunkelheit siehst du das nur nicht so. Ah, da. Ich habe das Gefühl, hier war ich eben auch drin. Du hast das Gefühl, du musst doch wissen, wo du drin warst. Ich gehe hoch. Es wird hell. Ich habe hier oben man nichts. Man kann was sehen. Ist das schön. Bist du wieder. Schatz, du musst mir sagen, wo du bist. Ich
bin draußen im Haus rum. Ja, das ist schön. Ich habe dich drinnen gesucht. Buh. Nee, zieht nicht. Ne? Nee. Geh mal eben den Trampelpfad lang. Trampelpfad. 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 So. Links ist das Wasser. Ja, orientieren kann ich, das ist schon klar. Das ist alles kein Ding. Und da hinten müssen die nächsten Häuser wieder irgendwo kommen. Wenn ich wüsste, wo du wärst, da, links von mir, hinter dir, rechts von dir, hinter dir, rechts Schatz. Von dir. Ja, du drehst dich, das ist so eine Manie von dir. Du drehst dich und drehst dich und drehst dich. Die Tankstelle auf der linken Seite hinten. Da war nichts los. Da war nichts los? Nö, eine Reisdose. Und die hast du ja natürlich direkt angesaugt, ja. Na, logisch. Ja. Trinken nicht vergessen. Und essen auch nicht. Nein, wir vergessen nicht zu essen und zu trinken. Mama schon eher. Ich habe lange, ne? Nicht so ein Problem gehabt wie du. Nee, aber ich habe jetzt noch, bei mir sieht es an für sich ganz gut aus. Und ich habe noch Pepsi. Selbst meine Gesundheit steigt wieder an. Ah, ist wieder weiß. Da hinten sind Häuser. Ja, dadurch, dass ich die Pfirsiche an dich verfüttert habe, aber du hast nichts mehr zu essen, Schatz. Du musst unbedingt was essen. Siehst du das nicht? Ja, geht aber noch, ne? Nee, der Apfel ist. Ich hab aber eine Birne, guck mal. Ja, dann solltest du was essen. Du hast die Axt noch in der Hand. Du musst die Axt erstmal aus der Hand legen. Björnchen. Ansonsten haben wir noch nur so Sardinien, was das sind. Das hat Knuspern. Ich höre das Knuspern. Kannst auch im Laden gehen, kannst du auch essen. Metallsäge. Hm? Ich weiß, wofür man die braucht. Um Metall zu sägen. Hat das Haus eine Tür? Hallo. Los, ne? Einen kleinen Gastank habe ich gefunden. Eine Tomate. So, kleine Vieh macht auch Mist. Ja, Tomate ist Feuchtigkeit und Nahrung. Passt. Was ist denn da im Auto? Schatz, sag doch mal, wenn du wieder rausgehst, verdammte Axt. Genau hier. Wo? Gegenüber ist das Haus von dem Auto. Ein Hockeyhelm.
einen Hockeyschläger draufzauen. Warte mal. Ich habe hier nämlich nur diese bekloppte Mütze. Halten, ablegen. Ausrüsten. Aber dafür kann ich da doch die... Ne, kann ich nicht draus machen. Tja. Ein Stromgenerator. Den bräuchtest du? Schatz! Was? Okay. Oh, hier gibt's. Ach so. Warte, komm mal mit. Endlich wieder Licht. Ja, ne? Diese Dunkelheit. Was ist denn da? Kriegsstaub, Leuchtstaub, meine ich. Oh, den habe ich übersehen. Oder war ich da nicht dran? Ey, warum verliere ich denn jetzt wieder Gesundheit? Weißt du, ich finde ja allen möglichen Kokolores, ja. Aber was? Ja, Schatz, aber was an? Ich kann nichts trinken, wenn ich nichts habe. Ich kann nur eine Tomate essen. Es geht an für sich, aber ich verliere Gesundheit und das ist schon Käse. Ich war gerade wieder so einigermaßen. Ich höre das. Dein Essen. Ja. Irgendwas im Brunnen hatte. Ich durchgegangen bin eben. Ups. Das ist so die Seitenstraße, geht auf die Hauptstraße. Gucken wir mal hier in die Häuser. Ja, wir müssen die Häuser. Wir müssen die Häuser looten. Wir brauchen Plastikflasche und. Hier gegenüberliegend in der Blockhaus. Das ist Holz ausgedacht, wie diesen grumpfen Grün hier. Ja. Hier ist eine Schrotflinte. Ja, nimm mit. Ich hab doch schon eine. Ja, dann nimm trotzdem mit. Kannst du mir gleich geben und dann ist gut. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Ja, dann komme ich jetzt zu dir. Warte, ab da. Eben noch hier in einem Nebenraum. Ich mache hier Nebenraum Kuckuck. Eine Kuckuck in den Nebenraum. Und dann komme ich zu dir, glaube ich. Wo warst du denn? Hier im grünen Fuß. Da ist was Grünes. Ja. Da bist du. Ganz hinten durch. Ganz hinten durch. Ach ja, ich weiß jetzt, ich hatte makellos, die ist auch makellos, weg. Mal mit der Axt, womit ja gut bedient ist. Ich glaube, keine ja, weitere Zombie. Aber spannend, ne? Eine Axt reicht vollkommen. Hier auf dem Bett hast du was übersehen. Eine Sprite-Limonade. Siehst du, sei froh, dass ich sowas gesehen habe. Ja, wo ich nicht mehr dran komme, weil ich kann sie nicht mehr aufnehmen. Warte mal, was hab ich denn sonst bei alles auf der Hand?
das denn für eine Munition? 7,62. Das ist eine. Langgeschossmunition für ein Sturmgewehr, Scharfschützengewehr, die schießen damit. Was habe ich? Ich habe eine BK-18 Jagdgewehr, das müsste ja 7,62 passt. Ich habe also 7 Schuss Munition. Und laden machst du dann nämlich. Oh, Scheiße, ey. Falsch. Taste. Nicht. Guck mal, Franzi hat da geschrieben. Wann kommt der Lämmerich dazu? Der Lämmerich hat seinen eigenen Stream laufen zurzeit. Samen rausschneiden. Warte mal. Was denn? Recht tief. Nimm du die Spraydose auf, wenn du noch kannst. Ich muss mal eben hier ein Da bisschen kriegst du. die Tomate hilft mir eigentlich gerade ganz gut über den Berg erstmal. So. So, und wenn du die Waffe nämlich in die Hand nimmst und zielst, nö. Wieso nimmt er jetzt die Munition dafür nicht an? Tauschen, halt ablegen, teilen, halten, verschieben, halten, Schnellzugriff, kombinieren. Ah, du musst sie mit kombinieren, mit B. Siehst du? Okay. Jetzt bin ich nur. Naja, gut. So. Dem grünen Haus. Hier ist noch ein grünes Haus. Ja, dann gehe ich hier die anderen gegenüber. Okay. Aus. Pistole habe ich gefunden. 9 Volt Batterie. Ja. Ich muss mal mit meinem Gepäck ein bisschen hantieren. Im Augenblick. Ich muss mir mal mein Gepäck angucken. Ja, ich habe auch eine hübsche Sturmhaube. Aber mal festhalten. So, was habe ich denn hier alles? Das ist die Leuchtfackel, die Sturmbatterie, Klebeband. Was ist das? Netzgeflecht. Netzgeflecht mit kleinen Maschen kann als Grundlage für Fischnetze oder Tarnung verwendet werden. Munition. Ist eine Arbeitshose, die ich in der Jeanshose trage. Auch nicht schlecht. Was ist das? Na, du siehst ja aus. Dosensardinen. Wie ein Schweinchen. Hallo? Wieso sehe ich aus wie ein Schweinchen? Ich sehe gut aus. Ich wollte gerade sagen, bist du das? Hast du einen Schrecken gekriegt? Ja. Arbeitshose, einfach von Hausmeistern, Handwerkern, Bauhandwerkern getragen werden. Also, ziehen wir doch erstmal die dusselige Jeans aus.
Jacke. Jeanshose. Dann ziehen wir die Arbeitshose an. Ich geh mal nicht raus gegenüber. Dann können wir die Batterien wieder aufnehmen, das Klebeband, den Dosenöffner. Und dann haben wir nämlich etwas mehr Platz. Ins Inventar setzt du mal. Und siehe da, wir haben nämlich auf einmal mehr Platz. Im Schnellrad. Was uns auch sehr bequem ist. Was haben wir hier? Bandana. Die können wir ablegen. Die können wir ablegen. Das Kleid können wir ablegen. Wanderschuhe, Turnschuhe, Sneaker. Was habe ich an? Schaban-Turnschuhe abgenutzt. Die können wir ablegen. Dann können wir erstmal die Turnschuhe wieder ausrüsten. Siehst du mal, so geht das. Mhm. Jetzt können wir mit der Spaldaxt Stoffwitzen herstellen. Turnschuhe. So. Nochmal Stoffhetzen. Na gut. Gut. Damit haben wir Stoff nochmal etwas mehr Platz. Wie ist das Gewehr geladen? Gehen wir in dein Inventar. Gehst du auf die Munition? Die? Oder die? Ja, weiß ich nicht, welche du. 7,6, nee, da sind 22 Randfeuermunition. Die passt nicht in, in die BK-18. Und die 9x19mm Pistolenmunition auch nicht. Geh mal, halt, geh mal da unten, da, geh mal runter. Und in der Jeanshose hast du noch eine Munition. Okay. Was ist das? 7,62. Ja, dann musst du auf B kombinieren. So, behandeln, richtig tief. Ich blute vor mich hin. So, so. Ja, ich blute echt vor mich hin. So.
Ach, Schatz war schon da. Du bist das. Was denn? Ich habe mich erschrocken. Warum? Weil ich jetzt mit mir recht hatte, du halt was. Wo ist denn jetzt meine Axt wieder hin? Hey! Sie wieder hingerutscht. Busch zerschneiden, was kommt denn da vorbei raus? Gar nichts. Ja, wirst du schon auf Dauer irgendwas machen können? Ja, theoretisch. Warte mal. Ich höre was. Ah, oh, genau hinter mir. Ja. Vorsicht, noch einer und noch einer. Aua. Nicht mich hauen. Ja, Schatz, ich kann das ja, nicht Schatz, kontrollieren. Ich weiß, du kannst es nicht. Jetzt mal rein. Hi. Oh, ja, ich sterbe gerade. Und zwar volles Fund. Nur hoffen. Ich noch was zu essen, was ich nicht schnell essen kann. Nee. Ach toll, das geht schief. Ich werde jetzt sterben. Oder wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe. So, da stehen hier Spaghetti. Die standen da. Das? Weiß ich nicht, ich hab nicht auf deine Anzeige gesagt. Da der rote Wasser. Okay. Ist verdurstet. Wohl ist doch Wasser noch da in meiner Flasche. Das geht, die Flasche zeigt nur die Dehydrierung an. Der Tropfen ist, glaube ich, der Wasserstand. Aber du bist nur ohnmächtig geworden. Oder das Blut, oder der Tropfen ist das Blut. Ich glaube, der Tropfen ist das Blut. Moment, die Flasche ist das Wasser, der Apfel ist das Essen. Der
Temperatur, Blut und Gesundheit. Da musst du einfach warten, letztendlich. Bei mir wartet. Hab ich gefüttert? Ja, das ist lieb, aber ich bin auch durch die Sardellen, die ich gerade gegessen habe. Ich warte jetzt eigentlich auch nur, dass meine Gesundheit hochgeht. Ist ohnmächtig. Ja. Du hast so viel Blut verloren. Ausruhen angesagt wahrscheinlich. Ja, deswegen tue ich gerade nichts und bleib nur stehen und warte hier auf das, dass sich die beiden Anzeigen wieder ein bisschen kurieren. Warte mal. Was habe ich hin? Was machst du da? Ich versuche aufzustehen. Du kannst ich wollte irgendwas trinken. Warte doch mal, ich will mal. Die Sardellen sind weg. Ich habe nichts mehr zum Essen und Trinken auf der Hand. Je mehr du dich bewegst, Schatz, desto weniger Effekt hast du, dass du dich ausruhen kannst. Also wirst du, je mehr du dich bewegst, immer wieder in Ohnmacht fallen. Also kannst du dich nicht ausruhen. Ja, so komme ich wieder. Ja. Die Äuglein gehen wieder auf. Die Äuglein gehen wieder auf. Man hat auch nichts im Inventar. Hat da halt, ne? Ja, ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr zu essen und zu trinken. Ich würde ja gerne was essen und was trinken. Trinken steht auf einer Dose. Auf der Erde. Die ich nie aufheben kann. Neben mir irgendwo. Kannst du haben. Ja, Schatz. Ich kann deinen Puls überprüfen, aber eine Dose sehe ich nirgendwo. Ein Döschen sehe ich nicht. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Idioten da draußen gucke und nachgucke, was die damit haben. Mal wieder gar nichts, war ja klar. Mal wieder gar nichts, war ja klar. Oh, Essen. Frage ich mich, was Tommy essen will. Oh, das ist natürlich jetzt doof. Hau ihn. Hübsche Sturmhaube. Ha, ha, ha. Ja, das geht doch jetzt dein schief. Dein Leben geht wieder hoch. Ich aber nicht. Abwarten. Jetzt geht's wieder hoch. Ja, du kannst nur abwarten. Ja, so ein bisschen habe ich jetzt auch wieder da drin. Zeige. Ja, und die Dose, die gerade noch da war, da ist. Ne, da ist was anderes. Da drin bin ich ja sicher, ne? Ja. Kann ich mal in Pipi machen gehen? Verband habe ich. Verband? Ja. Ja, auch cool, ja. Ja. Aber du sollst dich genauso wenig bewegen. Ja, Schatz. Ich brauche aber Nahrung, damit ich überhaupt was tun kann. So, halten, verschieben. Ins Inventar. So. Hatte nichts. Hatte nur den Rucksack.
Tja. Ja. Ist natürlich jetzt blöd. Ist natürlich jetzt sau doof. Aber richtig blöd. Ich muss was essen und trinken. Die Gesundheit geht wieder hoch, das ist ja schön. Käse. Das ist echt Käse. Ich habe aber echt nichts mehr auf der Hand. Jetzt mal wenigstens wüsste, wo man war. BK 133. Scheiße. Unbedingt was zu essen kriegen. Wie besser sieht aber immer hier aus? Aber deine Gesundheit steigt. Wenn du was essen könntest. Aufstehen kannst du immer noch nicht. Kann ich nicht. Dann falle ich wieder in Ohnmacht, ja. Das weiß ich nicht. So wie es momentan aussieht, nicht. Jetzt kannst du essen und trinken. Ich würde auch gerne was essen und was trinken. Ich finde aber nichts. Ich muss selber abgeben können. Eigentlich, oder? Ich habe ja. Ganz mal oben, oder? Ich bin in ein Haus reingegangen. Großen Gaskanister. Ich nicht mehr ins Inventar. Ja, dann. Lass uns stehen. Ja. Oh. Ich kann mich etwas besser bewegen. Aber kaum merklich. Bin hier die Straße runtergegangen über die Stiegen, ich so verzweifelt war zu essen. Da und dann rechts, jetzt bin ich an dem rechten Haus, da wo du jetzt drauf guckst. Da sehe ich dich.
vielleicht. Bist du, ne? Warte mal, komm mal her. Reis zum Essen. Muss ich was abnehmen. Und? So was. Ja, da tragen. Sammeln? Ja, wenn du das übrig hast, ja. Wir müssen auch neu sammeln, ist einfach. Ja, muss ich. Hier steht die Büchse. Das ist ja das ganze Spiel. Nee, ich sehe keine Büchse. Ich sehe keine Büchse. Hier, da, der kleine Punkt. Da steht es genau drauf. Ich sehe sie nicht. Warte mal. Geht das vielleicht, bleib mal stehen. Geht das vielleicht, wenn ich so ich damit fütter oder so? Möglich, dass das auch geht. Dass dieses Füttern auch geht. Da. Oh, jetzt sieht hier mehr aus, als würde ich daneben kippen. Ja. Ja, es geht alles wieder hoch. Ja, dafür sind wir ja hier. Aber hier kannst du nirgendwo hochgucken. Ja. Los vorne raus. Ja, ich bin vorne in der Straße. Das sieht auch noch ein Lokal hier aus. Draußen knurrt was. Ja, da habe ich eben die Pepsi-Dose gefunden. Oder Sprite-Dose. Hier warst du also schon. Oben warst du auch? Mhm. Okay, dann kommen wir wieder raus. Ja, dann gehen wir wieder raus. Lass uns mal vorne auf die Straße gehen. Ja, aber wir ist nicht viel mitgehen. Oh, mein Schatz. Ja, bin ich auch. Voll krass arm. Spät.
Nicht so nah dran, Schatz. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Bauhelm hat er nur. Ist ja auch nicht verkehrt. Liegt hier neben der Leiche. Kannst du aufnehmen, wenn du ihn haben willst. Ich brauche nicht. Okay, ich habe mein Mützchen. Ich finde mich schick so. Tja. Hier ist er wieder. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hingehen. Hinter dir, links, also links von dir. Wasser, mal nach da guckt. Ja. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, weiter nach unten wieder. Links von uns hinten ist das Wasser. Ich weiß, dass links das Wasser ist. Ich frage mich nur, wo wir hingehen. Weil ich habe nichts zu essen in der Hand, ich habe nichts zu trinken in der Hand und wir hatten hier noch ein paar Häuser, die man hätte plündern können vielleicht. Ja. Ja. Oh. Also langsam. Was? Geht das da wieder hoch mit den Tropfen? Ja. Aber mein Leben geht ja noch nicht mehr. Aber ist immer noch steigend, das Ding. Ja, irgendwann geht das auch wieder hoch. Aber wie gesagt, es braucht auch Nahrung dafür. Essen und Trinken. Und da mangelt es gerade mal wieder dran. Raus. Was? Brauchen wir, ne? Normale Häuser brauchen. Ja, weiß ich nicht. Du kannst überall irgendwas finden. Ja, sicher, so gesehen, ja.
Jetzt geht Trinken wieder runter. Jetzt habe ich da Trinken schon im gelben Bereich. Ja, mal was halt noch. Die nächste Stadt kommt, ist da hinten auch. Wir finden mal bei den Boote. Ne? Ja. Also so langsam ist auch Feierabend. Ne? Oder nicht? Ja. Wieder Häuser in der Ferne. Ja. Oh, mein Humpelchen. Ja. Ich gehe mal hier in das erste Haus rein. Ja.
wieder so eine alte Oma. Zack. Hat die Eintopf dabei? Oma kann ohne Eintopf. Ja. Aber nix noch? Ja. Ich bin im zweiten Haus in der oberen Etage. Okay. Da ist auch nichts. Und in der unteren Etage ist auch nichts. Ja, weil ich hier eben auch schon war. Ich war nur nicht hier hinten durch. Brunnen sehe ich hier auch nirgendwo. Weil es eben dunkel war. Ja. Ich gehe weiter durch. Erste große Halle, wahrscheinlich auch überall mit nichts drin. Motoröl. Ist jetzt nicht. Nee, momentan nicht. Die Bäuerin, ich hab's da gerade irgendwo gesehen. Ist er tot? Mager ja. Hier. Schatz. Was? Hier ist es sehr mager. Ja. Ja, es ist jetzt sowieso egal. Ich bezweifle, dass wir den Server wiederfinden. Ja, lass uns aufhören. Ich kann nicht mehr. Da unten läuft einer. Da unten. Sieh. Da ist er.
es gibt doch andere Server. Hm? Andere Server? Ja, andere Spieler. Die ich jetzt gesehen habe. Hm? Andere Spieler. Ja, komm. Egal. Ist einfach hier so offen? Ja. Auf der Straße. Ich weiß auch, wir wissen auch sowieso nicht, ob wir den Server wiederfinden. Ne? Ja, das stimmt. Wir wissen jetzt ungefähr, wie es geht. Steht auch noch so, wie der Server ist, ne? Gar nichts.